Mal gespannt, wie oft ich heute drauf gehe. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Diablo 3. Wir sind wieder zurück. Hier oben, Zarok. Ich muss doch kurz meine Sachen reparieren. Die sind nämlich kaputt, weil ich ja so oft Warum? Sterbe. Das haben wir doch am Ende der letzten Folge noch extra gemacht, beziehungsweise ja, außerhalb der Aufnahme. Zarok wieder. Ich habe hier schon wieder alles kaputt gekloppt. Hast du den kaputt gemacht? Ja, ich habe mich uns angegriffen. Okay. Wir sind nämlich jetzt in den Bastionstiefen. Und wir müssen die zweite Ebene der Bastionstiefen. Oh, da ist schon wieder ein Boss. Blaue Dudes! Oh Gott, Mauer Dudes! Wir haben bei Donald Trump in der Lehre. Donald. Donald John? Der Donald. Die teleportieren, ich hänge in der Mauer. Warum denn? Ich will aber nichts in die Mauer. Kann ich nicht das kombinieren? Die Mauer, ey. Ich komm mal zu dir. Die Mauer muss weg. So schlimm sind die aber nicht. Hör doch mal auf. Diese Mauer. Was ist das denn für ein faschistischer Wall hier? Sag, wann meinst du denn, kommen wir auf Level 70? Wir sind jetzt ja schon, also ich bin 72, du musst auch um den Dreh schon fast sein. Also kurz davor, oder? Die könnten mal draufgehen jetzt, meine Meinung dazu. Wir sind, glaube ich, noch ziemlich am Anfang von Akt 3. Aua. Meinst du, wir kommen vor Diablo auf Jawohl. Level 70? Oh, ich hab ein grünes Ding gekriegt. Was ist denn ein Atem des Todes? Was ist denn grün? Ich glaube, das ist irgendeine so eine Crafting-Gedöns. Atem des Todes. Grün, einzigartiges Handwerkmaterial. Account gebunden. So. Wird schon wichtig sein. Schreibt gerne in die Kommentare, was es ist, weil in Diablo mit neuen Dingen kenne ich mich überhaupt nicht aus, tatsächlich. Aber ich habe das früher sehr viel gespielt. Ich mache schon mal weiter, Zerrock, ne? Wir haben übrigens schon ewig keinen Boss mehr gesehen, keinen Goblin mehr gesehen. Ja, Gott sei Dank! Dann hättest du den endlich wieder entkommen lassen können. Ich dachte, das magst du so gerne. So, was ist denn das hier eigentlich für ein Gebölk, wo hier drin ist? Das ist die erste Ebene der Bastionstiefen. Auf keinen Fall. Man kann es auch Keller nennen. Nein, ich nenne das bei mir zu Hause auch Bastionstiefen. Das kann ich. AKA Abstellraum. So. Ist der im Westflügel oder im Ostflügel? Das weiß ich nicht so genau. Oh, da liegt ist rechts. Geld. Aua, ich laufe in die Pfeile. Warum denn? Pass auf, das sind blaue Dudes. Hier sind vor allem ganz schön viele Sachen. Aber ich wirbel mal. Ich hab neun Gegenstände zerstört. Ich werf mal so ein paar Meteors. Ich weiß nicht, was jetzt dein Angriff ist und was Gegner sind. Ich geh auch mal rein in den Raum. Ja, mach mal. Ich bin rachsüchtig. Das wusstest du, glaube ich, schon. Auf keinen Fall. Ich hab schon so viel StarCraft mit dir gespielt. Genau. Ich brauch schnell noch ein neues Monster, damit die Kette nicht reißt. Ich hab eins bei mir! Hier sind auch welche. Monsters! Auf keinen Fall. 41 und es geht noch weiter. Nein, jetzt ist die Kette leider gerissen. Bei mir nicht. Ja, du bist ja auch ganz vorne drin. Du hättest jetzt irgendeinen Witz über Hals gesagt oder so. Irgendwas mit Hals. Putz dich doch an bei Kette. Aber da war ja nicht kreativ genug. Mir fiel aber jetzt auch keiner ein. Oh! Was ist das denn für einer? Hundis! Auf keinen Fall. Der macht so Feuerbubbles! Ich hasse Hunde. Also nicht in echt, aber in Diablo. Die gehen alle auf mich! Ich bin ja ein Katzenfreund und kein Hundefreund. Nein. Die gehen auf mich! Wobei ich jetzt nicht sagen würde, ich hasse Hunde. Ich bin aber in denen drin. Aber der zieht mich immer zurück. Die machen auch ganz schön viel Schaden, so im Vergleich zu denen, die wir gerade problem, hatten. In diesen Feuerdingern darfst du, glaube ich, nicht stehen. Oh. Ja, der Problem war ich. Oh nein! Zarok ist tot! Ich komme hier nicht raus. Oh, ich renne mal ein bisschen, damit du dich wiederbeleben kannst in der Zwischenzeit. Ja, ich bin wieder hier! Okay. Hier bin ich! Attacke! Alter, ich bin auch der am meisten stirbt. Ja. Hast ich halte aber auch nicht so viel aus wie du. Das stimmt. Jetzt hör doch mal auf, mich zu ziehen! Diese Gedingsel am Boden sind so hart. If you got a problem. Ich hasse dieses Ziehen. Ich muss mal kurz einen Ausflug machen. Das kann ich nicht. Ich bin verwundet! Ich bin verwundet! Ich hab du getrunken! Bist tot. Direkt wieder. Warum? Boah, du wolltest auf Qual einstehen, ja? Ich muss gleich wieder reparieren, ne?
Ja, kannst hier nach Hause porten gleich nach dem Boss. So, aber das sieht gut aus. Er greift wieder nur mich an. Das stimmt überhaupt nicht. Schon wieder ein Atem des Todes. Was habe ich denn jetzt gekriegt? So ein dunkelblaues, so ein hellblaues. Das ist wahrscheinlich ein Atem des Todes gewesen. Das ist möglich. Findest du dann unter Handwerks? Meine Probe macht Geräusche. Schön. Sollen wir uns um die Monster da kümmern? Wir kümmern uns erstmal um die Monster hier. Monster natürlich. Monster Hunter 3. Wie heißt denn das neue überhaupt? Das neue was? Monster Hunter. World! Oh. Die Namen sind ihnen ausgegangen. Ich fand Trier schon unglaublich. Das ist wie bei Pokémon. Die Namen gehen bei Pokémon ihnen auch langsam aus. Ja, Ultrasonne und Ultramond. Hyper Hyper kommt demnächst. Ja, nächstes Mal kommt Hyper Sonne und Mega Mond. Wie bei der Formel 1 ja auch demnächst Hyper Soft. Aber keine Grid Girls. Aber Grid Kids? Ja. Das kann ich nicht. Sind denn auch so leicht begleitet? Ich hoffe nicht. Weil die das in Bayern bestimmt gerne sehen würden. Unmöglich. So. Rachsüchtiges Massaker. Hast du dich jetzt eigentlich nach Hause geportet mal? Oder ist es noch nicht so wild? Ja, ist eine gute Idee. Ja, ich muss halt reparieren, ne? Zarok kehrte in die Stadt zurück. Wie kehrt? In der Tat, jetzt muss ich erstmal den Reparator wieder finden, der ist hier. Der Reparator. Gott sei Dank kostet das ja alles nichts mehr. Doch, aber es ist nichts mehr wert. Ja, inflationär ist das. Kann ich die Tür hier kaputt machen? Hä? Ich komme ja nicht rein zu dir. Ah doch, ich war bei der falschen Tür. Wo bist du denn überhaupt? Ich hab mich verlaufen. Alles mögliche kaputt. Du hättest dich ja auch durch meinen Banner. Du hättest dich ja auch durch meinen Banner teleporten können, dann wärst du direkt bei mir gewesen. Das wäre eine Idee gewesen. Hm? Lauf aber jetzt, du siehst dich da oben auf der Karte. Ja, ich bin hier. Sehr gut, ich renn weg von dir. Ein würdiges Opfer. Machen Frauen auch immer. Was sind das hier eigentlich? Leichtfüßigkeit und Dimensionsgeschwindigkeit habe ich. Dimensionsgeschwindigkeit? Kannst du damit zum Mond fliegen? Auf jeden Fall stärker als Mobsgeschwindigkeit. Auf keinen Fall. Hier ist ganz schön viel Lava. Der Boden ist Lava. Nee, letztes Mal mit dem Boden ist Sumpf. Nee, die Folge heißt so, der Boden ist Lava. So. Oh, ich fand das aber auch super. Oh, da müssen wir hin. Ah, nee, oder es ist nur ein Event. Das kann auch ein Event sein. Wie du der festen Überzeugung warst, dass jetzt gleich so ein Boss-Vieh kommt und einfach nur so ein Trash-Mob in die Ecke kam. Ja, Boss-Schuss, sag ich immer. Da ist ein Ausrufezeichen. Unsere Jungs kämpfen mit Klingen, die nur noch durch Bindfäden mit ihren Griffen verbunden sind. Sie brauchen bessere Waffen, wenn wir das überleben wollen. Gib mir Deckung, während ich arbeite. Mach ich. Alles klar. Da kommen so, Feuermans. Auf keinen Fall. Dann machen wir Eis. Hättest ja auch einen schönen Arbeitsplatz ausgesucht. Ich gehe zum Amboss. Bleibt an meiner Seite. Okay. Unmöglich, hat meiner gesagt. Fand ich schön. Guck mal, ich habe zwei Monster getötet, hab das Gold gekriegt, das ich wieder reparieren kann. Sehr gut. Oh, jetzt das ist hier ein Knochenreißer. Gelber Dude. Es ist so ein Artilleriegeschoss. Auf keinen Fall. Geh weg von dem Amboss, du. Schlag den Überfall der Skelette. Der ist noch voll am Laufen, würde ich behaupten. Ja, ich musste gerade mal was trinken. Schrecken der Flamme ist das übrigens. Also ganz ehrlich, ich strahle den die ganze Zeit an. Mein Mana geht kein Stück nach unten. Ich drehe mich auch die ganze Zeit und mein Mana geht nicht nach unten. Meine Wut. Oh, der bumst hier. Ich brauche Wut. Der hat den Reaper-Bums. Oh, ich bin fast tot. Es geht zu Ende. Ja, ich mach das mal. Oh! Nicht stehen bleiben! Oh, er war knapp. Und
kriegen der wir stand jetzt doch voll in der Explosion, der Händler, oder nicht? Danke. Ich werde stärker. Oh, Achievement. Im Kampf geschmiedet. So, können wir dir was verkaufen? Ja, das ist doch schön. Und dann können wir nämlich unser Inventar mal eben leeren. Aber diese Dinger sind geil. Die auch. Dein legendäres Schwert hat leider ausgedient, Zalrock. What? Ich habe eine Waffe, die 100% mehr Schaden macht. Okay, eine seltene, mächtige Einwand für Barbar. Ich habe einen magischen Kreuzritterschild, den kann keiner gebrauchen, ne? Weiß ich nicht. So, die behalte ich natürlich mal. Ah, hier kann man auch reparieren. Mach ich das auch mal. Gut, so, wir brauchen noch immer die zweite Bastionsebene in tiefen Gedöns. Da oben. Kaum spricht man davon. Wow. Hier können wir uns auch hinporten. Das ist Yay. Ebene 2. Hier ist eine Sackgasse. Gut, dass wir hier hingegangen sind. Ja, du rennst mir auch immer hinterher, blindlings. Natürlich! Ich schieße einfach durch die Türe. Durch die Falltüre. Das kann ich. Oh, da sind diese Explosivdinger, Banelinge. Pass auf. Was wir hier schon alles hatten. Neides, Banelinge. Hier ist es halt Blizzard, die recyceln gerne. Als wär das Spiel vom selben Entwickler. Ja. Unglaublich. Das kann ich nicht. Aber auch ein legendärer Ausschrei des Nerux. Banelinge! Ich hab den Banelinge gefokust. Sehr gut. Ich bin halt jetzt Barbar und das heißt, ich muss ja nun dran. Sonst konnte ich das immer aus der Ferne erledigen, aber. Alle, die schon mal Selitz in Banelinge geschickt haben, wissen, was das Problem ist. Ja, aber die ziehen, glaube ich, erst das Messer und dann explodieren die. Also, das dauert einen Moment. Das ist ein kleiner Moment, immer nochmal, um wegzurennen. Finde ich gut. Aufnahme läuft ja, ne? Ja. Das sind keine blauen Dudes, ne? Nein. Auf keinen Fall. Ganz normalos hier. Standard-Dudes. Das kann ich nicht. Und ich meine aber auch ganz schön Schaden hier. Also ohne ist das Ach, auch nicht. Ach Quatsch! Jetzt werde ich mich beweisen. Unmöglich. So. Ich sehe dich nicht mehr, weil irgendwie diese Wand sich dauernd ein- und ausblendet. Blauer Dude! Oh nein, der hat diese Dinger! Lila Bobbel, der hat alles! Der hat alles! Muss aufpassen! Der kann alles! Oh! Das sind Aua! Ich hab mein Achievement! Wie geleckt! Oh, ich greif dich an! Das lass mal lieber. Auf keinen Fall. Ich kann nicht mehr da reinschießen, das ist nämlich dieser lila Bobbel! Hier ist alles! Reizüberflutung! Der Bildschirm ist voll mit allem. Nein, ich bin... Oh. Ich bin im Blitzdings. Bist du wirklich tot, oder? Nein, nein. Ich bin ausgewichen und habe zwei Dinger töten können. Aber das waren, glaube ich, nur Halluzinationen. So ein habe ich. Ja, das sind aber alles so kleine Viecher. Ja, ich komme hier rein. Jetzt kommt hier noch so ein Ding. Nein. Bollwerk-Dämon. Dir fast. Ich muss diesen lila Dingern ausweichen. Kann Fast ich wie ein Falk im Verteidiger, im Verteidigungsmodus. Ich muss mal was trinken. Ich hab hier ein Original. Schön für dich. Die lecken mich hier alle an. Bäh. Schon habe ich deshalb das Achievement irgendwie geleckt gekriegt. Ah. Das kann ich leider nicht tun. Was ist das denn jetzt für einer? Ja, das ist der Bollwerk-Dämon, von dem ich sprach. Wo ist denn der Original-Dude jetzt? Ich hab den Original gefunden. Das war's mit mir? Das ist nicht gut. Schon das zweite Mal heute, Cyborg. Ja, ich bin halt. Da war so ein lila Bobbel, dem bin ich ausgewichen, bin aber in zwei dieser Artilleriefeuerkugeln gelaufen. Das kann ich. Hast du gerade ein Force Field gesetzt? Nein. Das ist dieser Bollwerk-Dämon, der macht irgendwie sowas, das so aussieht. Oh. Ich glaube, viel haben die nicht mehr. Die Vorfahren sind mir hold. Ich bin eingesperrt, ich bin surrounded.
führt man unmöglich. Dämonen zuerst, bevor man sie sieht. Diese langsamen und schwerfälligen. Einen habe ich. Oh, Lila! Sich auf allen Vieren fort. Oh, fast tot. Oh, oh. Auf den oh, oh, Lila! Schon wieder ein Atem des Todes. Oh, hier ist eine. Gut. Jetzt haben wir Neferlen. Schnell. Ich hab donnernder Flug bekommen. Wir haben Segen der Neferlen. Wie heißt es? Ruhm der Neferlen. Wir müssen uns beeilen, Serok. Was macht das? Bonus EP und Bonus Gold. Jetzt ist hier nix. Wir müssen uns beeilen. Kommt nicht ein Bossfight danach? Erstmal kommt Gegner. Bailinge. Bailinge, Bailinge, Bailinge! Ja, ich finde, das war ein guter Spruch, den ich da geprägt habe, oder? Ja. Ich muss noch finden, wo ich das her habe, wenn ich mein Soundboard bastel. Und Guillaume und Heidi und ich erstmal stehen bleiben. Ja, das oh, was ist denn gerne. Hier los? Natürlich, du wurdest von dem Bailing gefokust. Ich hab mich doch alle verarscht. Jetzt kommen von überall so Dinger runtergefallen. Ja. Sag, ich brauch dich. Ich bin doch schon hier, aber es passiert nichts. Wo kommen die denn alle her? Was ist das denn? Ich komme nicht mehr raus. Die fallen alle von der Decke. Diese scheiß Bailinge. Wie in StarCraft, wenn du mit Marines spielst. Bist du heute jetzt schon viermal gestorben eigentlich? Läuft's ja. Hat irgendwer eine Statistik erstellt, wie oft Zyrok stirbt? Und wie oft ich sterbe? Jetzt kommt die schon wieder, ey. Ich bin weg. Oh, ich bin doch nicht weg! Nein, ich bin nicht weg, aber ich bin tot! Schon wieder? Ich bin gefangen! So, was machst du? Ich glaube, du musst mal was anziehen, was mehr tanken ermöglicht. Ihr habt mich eingesperrt, da kann ich doch nichts für. Dann musst du einfach wegwirbeln. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Wir müssen ja auch die Bresche finden. Lebt bei dir noch irgendwas? Weißt du, du kämpfst immer noch gegen einen so ein Gegner. Das stimmt nicht, ich hab alle anderen schon erledigt. Oder Nergorix, der ist in Diablo. Du kommst so halt gut. Immer nur erst, wenn ich alle schon getötet hab. Ja, ich muss ja auch aufpassen. Wie in StarCraft halt. Komm hier runter. Bin die Nachhut. Natürlich nicht. Oh, oh. Auf keinen Fall. Bainige, Bainige. Aua, aua. Ich hab schon wieder, ich hab getrunken. Oh, oh, oh. Übrigens war ein Baneling, ne? Da kommt schon wieder einer. Und ich greife irgendeinen Boss-Monster an. Oh, schon wieder diese Arkan-Dinger. Und Walls hier. Nein, ihr Wallt! Der kann Wallen! Ja, aber hier haben wir Bane-Dinge. Vielleicht können wir dann die Wall einreißen. Ich hänge! Hilfe! Ich kann nicht trinken. Ihr könnt mich doch alle am Arsch. Was ist denn heute los mit dir? Ich glaube, du hast falsches Equip. Du musst irgendwas anziehen, was mehr Vitalität gibt. Du bist ja immer noch tot. Ja, mach erstmal die Gegner fertig. Dann nee, kann ich so haben wir nicht gewettet. Das ist ein Koop-Projekt. Das hat in Anno schon so gut funktioniert. Ja, hast du mich auch alles machen lassen, das stimmt. Und du hast den Bibelsturm angeguckt. Nein, ich bin schon. Weißt du, kommst du direkt um die Ecke, kommst du so ein Bubble und mach dich halb tot. Ja, kenn ich. Ich lock die mal wieder zu dir. Da ist eine Mauer. Ich bin. Ey, Mauer, guck mal, wie ich jetzt eingemauert bin! Guck dir das mal an! Oh, jetzt kommen hier noch welche von der Decke. Also weiter nach hinten kann ich nicht mehr, ne? Oh oh. Du hast doch einen Spell, der dich irgendwo anders hinschickt. Ja, aber nicht alle 2 Sekunden! Ja, dann musst du da vielleicht was gegen machen. Diese Mauer, ey! Boah, die halten aber auch was aus. Ach Quatsch! Der mauert mich immer aus! Soll ich dich einmauert? Ich habe hier einen erbitterten Kampf, jetzt komm! Reindrehen und dann hat er eine Mauer gebaut. Ich habe hier einen erbitterten Kampf gegen einen. Ich habe einen erbitterten Kampf gegen 2. Du bist auch Tank. Autsch, der hat mich fast aus der Map gehauen. Ja, nicht da reinrennen.
glaube, du bist auch schon drauf gekommen, ne? Ach, wirklich? Aber ich kann gute Ratschläge geben immer. Der Mauer! Oh, lila Bobbles! Nicht gut. Ja, ich habe sie getötet. Jetzt ist hier nur so viel Sumpf. Der Boden ist Sumpf, ne? Ich komme nicht zu dir, hier ist ein Arkanwächter in der Tür. Ja, ja. Die machen das schon klug. Also, die haben ein richtig gutes Micro. Diese Mauer. So, ich habe sie getötet. Für dich. Der ursprüngliche Umhang. Vielleicht gibt er dir Vitalität, die brauchst du nämlich dringend. Ja, ich brauche einfach nur vernünftig Damage. Ich brauche mal einen Stab, der nicht aussieht wie so ein Dödel. Die sind schon wieder so Leckviecher. Da waren die schon wieder schreien. So... Holy shit! Ich glaube, hier ist die Bresche, oder? Oh nee. Hier ist ein Katapult. Oh nee. Aber meinst du, da kommt wieder so ein Bossgegner, so ein Fliegeding? Nee, wir sind ja unterirdisch, da kommt bestimmt kein Fliegeding. Kommt gleich bestimmt Neides. Ich brauche mehr Zeit. Hier ist auf jeden Fall ganz schön viel los. Stufe 63. Sehr gut, ich bin fast 64. Super, Superman. Neue Rune für schwarzes Loch. Ich habe doch keinen Spell, der schwarzes Loch heißt. Offensichtlich schon. Oder die Rune heißt schwarzes Loch. Oh, ein Wächter des Bollwerks. Klopf, Klopf hast du gekriegt. Ich will auch den Erfolg, Klopf, Klopf. Wo bist du hin eigentlich? Ich microhebe mir hier einen Wolf gegen so einen Bollwerk-Dämon. Dann ist ja gut. Also ich bin übrigens jetzt 64. Ja, du bist ja auch Profi. Das stimmt, ich bin ein anerkannter Diablo 3 Profi. Ja, E-Sport-Weltmeister, ne? In Diablo 3. Und ich glaube, die wollten das tatsächlich auch ja mal machen, ne? Dass es irgendwie so E-Sports für Diablo 3 gibt. Ist aber klicklich gescheitert. 3? Ja, es gibt ja diese ganzen Arenengedönse. Die wollten das irgendwie so machen wie bei WoW, wo es auch schon nicht geklappt hat. Auf keinen Fall. Ja, in WoW funktioniert der PvP-Modus, oder? Ja, aber... aber er würde funktionieren. Genau, aber es ist kein E-Sport. Hier ist die Bresche. Das kann ich nicht. Was heißt das? Da mussten wir hin. Weil wir müssen die Bresche in den Bastions... Ah. Ihr seid zu spät. Ja, Zaug ist doch gestorben. Man konnte nicht schneller. Das stimmt. Und sein Appetit ist riesengroß. Er wird eure Leiche und die eurer Freunde verschlingen. Ach, das ist ja spannend. Sehr gut, ich gehe nochmal zum Reparieren. Och nö. Moment. Ich habe nämlich ein bisschen Damage auf den Sachen, habe ich doch gefühlt. Hier sind schon wieder goldene Viecher. Oh, die können einen auch noch einsperren. Also richtig, nicht nur mit Wänden. Oh Gott, ich komme natürlich genau in den Feuersturm hier rein. Ey. Kannst du mich auch mal warnen, was da auf mich wartet? Hab ich. Ich bin eingesperrt mit einem Artilleriefeuer. Diese Micro-Götter, ne? Oh, oh. Jetzt sind die Barbaren weg. Ich bin gleich wieder tot. Ich muss mal kurz trinken. Wo soll ich hier denn ausweichen? Zur Not kannst du durch die Tür gehen. Mach ich jetzt auch. Oh, hi. Bisschen warten. Ich muss mal kurz regenerieren. Tschüss. Ich bin noch nicht ganz voll. Ich war auch nicht ganz voll, aber ich habe noch einen Trank. Jetzt habe ich keinen Trank mehr. Oh, ich hab mich falsch teleportiert, ich hab mich gefailportet. Das kann nicht. Passiert. Ich bin eingesperrt. Mit dem besten Magier. Jetzt kommt wieder Artilleriefeuer. Ich muss mal wieder weg. Nein. Autsch. Nein. Noch lebe ich. Auf keinen Fall. Ich lebe. Weil du weißt im Text auch nicht mehr. Weil du mein Atem bist. Oh, ich muss hier irgendwie raus. Ich bin tot. Oh, Codierung überlastet. Warum das denn schon wieder? Ich bin schon wieder tot. Das ist aber ärgerlich. Ich fang mir an zu weinen. Merke ich. Das kann ich nicht. Zu Recht. Von deiner Performance hier. Die Steuerung. Jetzt bin ich schon wieder im Artilleriefeuer eingesperrt. Wie soll ich denn da überleben? Du wirst nie eingesperrt. Doch.
Natürlich werde ich eingesperrt. Ich schreie nur nicht immer rum. Ja, guck mal, jetzt bin ich schon wieder eingesperrt. Ich auch. Ich bin immer dann eingesperrt, wenn du auch eingesperrt bist. Das ist eine Lüge. Doch, das ist der gleiche Spell. Der geht immer auf alle. Oh, trinken. Ich muss hier mal weg. Ich bin eingesperrt. Ich kann nicht weg. Ich auch. Mach da nur nicht so ein Drama draus. Ja, ich bin schon 18 Mal gestorben in der Folge. Das habe ich schon mitbekommen. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt nochmal... Da ist Sepsis Weitschuss. Auf keinen Fall. Kannst du mal aufhören, nur rumzulaufen, aber schieß. Jetzt bin ich gleich tot. Das ist jetzt ganz schlecht. Tschüss. Das ist der Blutsbruder von Erik Abstaub. Das ist unfassbar! Du bist echt nochmal gestorben. Ich bin immer eingesperrt und dann direkt kommt unter mir so eine Flamme. Dann bin ich tot. Weil ein Spell natürlich auf Cooldown ist. Ich gehe jetzt hier einfach raus und warte, bis der Kampf vorbei ist. Nein, ich brauch dich doch, Zalrog. Du musst doch den Schaden tanken, damit ich sterbe. Auf keinen Fall. Also ich komme übrigens, glaube ich, mit diesem Einsatzspell raus aus diesen Gefängnissen. Müsst ihr gleich mal gucken. Unmöglich. Na komm. Das kann ich nicht. Jetzt kann ich wieder in den Kampf eingreifen. Oh, und direkt in die Feuersäule. Jawohl. Könnte mich alle im Arsch legen. Auf keinen Fall. So. Ich hasse euch. Du kannst ja noch Schaden machen, wenn du da eingesperrt bist. Wenn ich nah genug an ihm dran stehe, schon. Unmöglich. Aber du tötest sie, ne? Also, Frechheit. Und mit diesen Worten würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts gedürft ihr voll klicken. Unten rechts alles Projekt von mir. Und dann wünsche ich einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.